Hi, Florian. Gerne einmal zu uns in die Mitte. Wir waren eh gerade schon in der Analyse des VfL Wolfsburgs. Eine 0:4 Niederlage beim Rekordmeister, zeitgleich aber auch die 7. in Folge für Ihre Mannschaft. Wie sehr schmerzt die heute? Ja, die tut schon weh, weil ich finde, dass wir gerade erste Halbzeit, fand ich, haben wir ein ordentliches Spiel gemacht. Da haben wir nicht so viel zugelassen, haben zwei Riesentorchancen aus meiner Sicht, wo wir einen von mindestens machen müssen. So, und dann passiert das, was gegen Bayern halt nie passieren darf. Du kriegst das Zweite und dann bist du so einen kurzen Moment komplett weg, dann machen sie das Dritte und dann fühlt es sich so an, als ob es am Ende so deutlich war. Klar, es ist eine absolut verdiente Niederlage und ich glaube, es ist auch gut für uns, dass wir den Kopf jetzt mal freikriegen müssen, aber gerade, was ich vor dem Spiel gesagt habe, was Staffelung angeht, was den Mut zu spielen angeht, das war okay. Wir verteidigen halt schlecht in kleinen Momenten. Also das vierte Gegentor, das geht einfach nicht. Es tut mir leid. Das haben Sie im Vorfeld ja auch schon angesprochen, dass das auch nach dem Köln-Spiel ein Riesenthema war für Sie als Trainer, für die Mannschaft. Haben Sie da eine Verbesserung gesehen oder gar nicht? Ich meine, ist unter Vorbehalt, es ging heute gegen Bayern München, aber ja, trotzdem. Ja, natürlich ist die, wenn man es so sagen will, die Wiederholungsanzahl dieser Situation ist gegen Bayern München häufiger. Dementsprechend haben wir ein paar mehr davon wegverteidigt. Aber es ist aus meiner Sicht in keinem Gegentor ein mannschaftstaktisches Thema. Und wir müssen diese Dinge einfach dann wegverteidigen. Das muss unser Anspruch sein. Und das haben wir heute auch wieder nicht geschafft. Aber ich will auch nicht komplett wegreden, gegen wen wir gespielt haben, keine Frage. Und ich fand, dass wir zumindest nach vorne einen mutigen Ansatz heute hatten, der leider nicht mit dem Tor belohnt wurde. Die Defensivschwäche war ja vor allem auch deine Thematik, Ralf, im Vorfeld. Vor dem Spiel, ja. Wie bewertest du es jetzt nach dem Spiel? Ich habe während des Spiels habe ich so eine relativ simple Frage gestellt. Ich bin zwar ehemaliger Innenverteidiger, aber vielleicht mache ich es mir zu leicht, wenn ich sage, wenn ein Stürmer aus 5 Metern den Ball frei köpfen kann, ohne dass er Körperkontakt vom Abwehrspieler hat, dann kann was nicht stimmen. Also das sind so die Ansätze, sehr leicht runtergebrochen. Aber das darf trotzdem nicht passieren. Und das war, ich glaube, das Zweite, der Kopfball von Upamecano, war halt leider wieder der Fall. Ja, gut, stimmt, darf so nicht passieren. Aber wir müssen auch mal sehen, wie wir uns bei einer Ecke verhalten. Also ist genau der Moment, der spielt raus, er kommt dann spielen sie wieder durch. Den Passweg in die Tiefe musst du einfach schließen. Also das Hauptthema im letzten Drittel ist Tiefe schließen gegen Bayern München. Und natürlich Mannorientierung in der Box, gar keine Frage. Das ist ein großes Problem, das ist ja das Gegentor. Ja. Der Ball ist ein Problem. Jetzt verlieren wir die Zuordnung in der Mitte, wollen dann hektisch helfen, anstatt die Ruhe zu bewahren. Ja, ja. Und weil Sie jetzt eben gerade sagten, die Tiefe schließen, war das in der ersten Halbzeit gewollt, so extrem von Anfang an zu stehen oder hat sich das einfach aufgrund des druckvollen Bayern-Spiels ergeben? Nein, das war so geplant. Muss man ehrlicherweise sagen. Und was wir nicht geschafft haben, war den Pressing-Moment am Flügel. Da sind wir häufig dann noch ins Sichern verfallen, anstatt über den Passweg Druck zu geben. Luca Renato auf den Außen. Und, aber nochmal, ich war in der ersten Halbzeit, habe ich jetzt nicht so ganz tausend viele Chancen von Bayern gesehen und fand schon, dass wir zwei auf jeden Fall hatten, die du dann halt einfach hier auch machen musst. Da müssen wir uns nichts vormachen, weil dann läuft das Spiel in eine andere Richtung. Du kriegst das 0:1 und kannst im Gegenzug eigentlich das 1:1 machen. Ja. Absolut. Um die Gesamtsituation jetzt mal zu bewerten, Sie persönlich haben jetzt auch eine schwere Saison bei Werder Bremen hinter sich gebracht, dann die neue Aufgabe in Wolfsburg, gut gestartet, jetzt wieder eher ein Negativlauf. Wie ist das für Sie persönlich auch, dass es jetzt im neuen Job direkt wieder eher eine schwierigere Situation ist? Ja, es ist trotzdem ganz anders, muss man ehrlicherweise sagen, weil die Entwicklung, die wir in Bremen hatten, über einen längeren Zeitraum angehalten hat. Und was ich hier einfach sehe, ist, diese Mannschaft braucht Anker und die braucht Leitplanken. Und sie muss gerade in kritischen Momenten wissen, wofür wir stehen. Und das müssen wir jetzt erarbeiten. Ist das vor Ihrem Amtsantritt versäumt worden? Höre ich das raus? Das ist ein Gesamtkonstrukt der Hinrunde und zu der gehöre ich auch. Man muss halt fairerweise sagen, dass wir nicht ganz so viel Zeit hatten, jetzt zu arbeiten. Aber ich nehme mich da 0,0 raus aus der Verantwortung. Und wir haben hier eine gewisse individuelle Qualität, wo man auch sagen muss, da fehlt uns heute dann auch. Und Lukas Mescher, und Paulo Ottavi und Dodi Lukebakio, der unserem Spiel heute, glaube ich, ganz gut getan hätte. Aber ich sehe keine Parallelen, dass wir jetzt im Sturzflug sind. Wir müssen jetzt mal den Kopf freikriegen. Das war für viele eine sehr anstrengende Zeit. Und viele haben das sicherlich auch nicht erwartet, dass es so jetzt ergebnistechnisch läuft. Kopf freikriegen, 10 Tage richtig gut trainieren. Und dann werden wir einen anderen VfL Wolfsburg in der Rückrunde sehen, ganz sicher. Sie haben ja auch ein Mini-Trainingslager noch angestrebt. Ist das umsetzbar? Was sind dann die Ansatzpunkte, wo Sie sich verbessern wollen? Ja, also es wird jetzt aber nicht in der direkten Vorbereitung sein, sondern dann erwägen wir das Ende Januar zu machen. Da ist nochmal eine relativ freie Zeit. Themen werden sein, Offensivspiel, Staffelung, wann gehen wir in die Tiefe, wann halten wir den Ball. Themen werden definitiv aber auch sein, gemeinsames Verteidigen und Verteidigen in der eigenen Box. Macht Sinn, glaube ich.
Vielen Dank, Florian Kohfeldt. Frohe Weihnachten, gute Danke. Heimreise, Kopf frei kriegen und ja. Dann gucken wir mal auf die Rückrunde. Genau. Vielen herzlichen Dank. Auch frohe Weihnachten. Tschüss. Ciao.